Warte gleich erstmal, bis du suchst, mein Freund. Warte, ich habe keine Ahnung, ne? Das sah mir nach grundsätzlich, ja, mehreren Problemen aus, ne? Das Portemonnaie, was kann ich da gut tarnen können? Den kleinen Bobby und der Lippenstift. Ich lasse die extra mal auf, weil sonst wäre es zu schwer. Eine Seitentür ist auch immer das Unscheinbare, ist manchmal das Bessere. Wenn ich ganz böse bin, bin ich fertig. Ich glaube, ich habe eine sehr gute Auswahl getroffen, muss ich sagen. Besonders für Paddy, das wird reichen. So, dann gucken wir mal. Hier liegt schon mal irgendwas. Aber ich gucke da noch mal rein. Nicht, dass er mich jetzt verarscht und da noch was drin ist. Nee, aber so weit hätte ich auch nicht erwartet, dass Louis so weit denkt. Ich glaube, das ist echt nicht so einfach, die Sache zu finden. Na. Du weißt aber, es wird auch Zeit, ne? Aber du brauchst dich gar nicht stressen. Du musst einmal gucken und genau gucken. Okay, noch eins gefunden? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht genau. Nee. Boah, hier geht's ja richtig weit rein. Warte gleich erstmal, bis du suchst, mein Freund. Hab ich hier geguckt? Nee, das ist ja Wahnsinn. Aber hier draußen. Also guck mal, eher außerhalb. Wie außerhalb? Ich dachte innerhalb. Auf den Reifen hast du ja gesagt, ist nichts, ne? Nee, Reifen hab ich weggelassen. Sagt mir jetzt gar nichts. Bin ich zu doof wirklich dafür gerade, oder? Hast du einen E-Wagen? Nee. Ja, okay, das ist wirklich gut. Das war auch ein guter Tipp. Ja, sehr schön. Gut, Buddy. War fast ein... Hat ja nicht so lange gedauert. Fast zwei Halbzeiten, aber ist okay. Also ich nehme natürlich die drei kleinsten Gegenstände, ist ja klar. Ja. Vielleicht, wenn ich das hier runter mache. Doch. Sieht gut aus. Aber das mache ich auch noch runter. Ich lege sie unter die Fußmatte. Zack. Mal gucken. Von außen. Außen nicht. Außen habe ich nicht. Ich spiele fair, weißt du? Kalt, kalt, ganz kalt. Ich muss ja auch alles kontrollieren, richtig? Papi, Alter. Wenn du es in 10 Minuten schaffst, auch okay, ne? Hauptsache, ja, du schaffst es am Ende. Hab ich mir gedacht. Ist nicht einfach, aber ist alles im Auto. So viel kann ich dir da sagen. Ja, das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Schaff da nicht. Aber ich muss sagen, macht ein bisschen stutzig, dass ich noch gar nichts gefunden habe. Ey, Patrick Ostlage, ne? Du bist wirklich Wahnsinn. Ist ja ein E-Auto, ne? Mit der Klappe. Hast du nicht gerade was gesagt? Aber da ist es nicht. Danke für den Tipp. Im Auto, ey, das kann nicht sein. Ich habe noch keinen Gegenstand gefunden. Ich suche hier das ganze Auto ab. Ich habe es ja auch eigentlich nicht so schwierig gemacht. Alle Gegenstände sind eher so hinten links, würde ich sagen. Alle drei auf einmal. Warte, ich habe keine Ahnung, ne? Ganz grob. War es eigentlich gerade schon gut? So weit hinten jetzt nicht. Ja, aber hinten links, da ist wirklich gut. Da sind sie alle. Verarsch mich, oder? Nee, nee. Ich verzweifle, ehrlich. Ich hab dir doch auch gesagt, ich habe noch Termine heute. Ja, Nicht, dass du extra machst. Ja. Ja. Eins. Eins. Es hat beides was mit der Kopflehne zu tun, jeweils. Muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Und auch sehr. Ja, da kann ich doch mal außersehen rein und finde. Super. Sieben. Wie viel hast du gebraucht? 50, Mann. Aber am Ende beide alles gefunden, also alles gut. Taktisch 1-0. Den Gegner ja, in Sicherheit wiegen. Ja. Das ist meine Taktik. Ja. Kann man so machen. Aha. Vorwärts. Auf geht's. Warum lachst du jetzt schon wieder? Eigentlich darf ich noch nicht lachen, ich bin selber noch nicht gefahren. Das wird auch ein ganz enges Ding, muss ich sagen. Habe ich schon Hütchen umgefahren? Was? Aber ich habe auch einmal den...
Nein, sieht gut aus, sieht gut aus. Mach nur weiter so. Freunde, wir müssen das neu starten. Nein, hier wird gar nichts neu gestartet. Das ist Disqualifikation. Das ist kein Geländewagen. Oder Panzer oder so. Muss leider abgeschleppt werden. Nein, sieht noch gut aus. Bis jetzt hast du noch keins erwischt. Fahr einmal richtig drüber noch. Drüber fahren? Wie du meinst. Ich glaube, ich habe ein Hütchen erwischt. Och mein Gott. War keine taktische Meisterleistung. Aber. Nee, das aber kann ich nicht. Da fällt mir aus mir ein. Das sah mir nach grundsätzlich ja, mehreren Problemen aus, ne? Aber ich habe jetzt ein bisschen Erwartung. Ja, ich guck mal, ich habe ja keinen Zeitdruck. Ein bisschen ausholen. Ja. Ich hätte noch mehr einschlagen sollen. Rausfahren. Lassen wir da so schon durch. Hat ihr auch was umgehauen oder was? So, ich hoffe, ich habe jetzt. Das sah von außen auch nicht so schlecht aus. Schön, dass du auch dabei warst. Ich gefreut. Das war nicht meine Sportart. Jetzt ist mir entscheidend. Ja, machen wir so. So, dass da möglichst viel Spannung drauf ist, kann eigentlich nichts passieren, glaube ich. Luis, für dich als Tipp nochmal, hinten musst du drehen wieder, ne? War extra so platziert, dass das Bochum-Zeichen sehr gut zu erkennen ist. So, guck mal, wie schnell das E-Auto fahren kann. Aufpassen. Fährt sich aber wirklich vorzüglich, wie noch nie ein E-Auto gefahren habe. So, bin ich gespannt, wie der Luis das macht. Er gibt schon Gas. Das ist meine Disziplin, weißt du das? Buddy, es hat mir Freude gemacht mit dir. Du bist gut gemacht, auch hinten gut gedreht, habe ich gesehen. Ja, war nicht schlecht, ne? Drehen sieht den Fortschritt. Genau. Den Fortschritt, ja.